Freizeit-TV wird Ihnen präsentiert von Transa Travel und Outdoor. Auf Entdeckungsreise mit Freizeit-TV. Wir sind wahrscheinlich sicher schon an. Wir gehen in die Berge. Herzlich willkommen zu Freizeit-TV aus Engelberg. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Nicole. Herzlich willkommen in Engelberg. Dankeschön. Ich freue mich auf heute. Was machen wir zusammen? Wir machen heute ein ganz tolles Programm. Wir gehen zuerst mit der Luftseilbahn rauf, ins Ristis, gehen dort auf den Spielplatz anschauen. Und dann machen wir dann anschliessend ein paar actionreiche Sachen, die ich aber dir noch nicht verraten möchte. Das soll eine Überraschung sein. Genau, ich bin gespannt. Ich freue mich. Dann nehmen wir jetzt gerade das Bändchen. Wir nehmen das Bändchen und gehen rauf. Mhm. Es ist schon viel los, die Kinder sind in Action. Das ist ja so, ja. Wir haben hier den Spielplatz, den Mai, frisch eröffnet. Und wir gehen uns jetzt ein bisschen einwärmen für das Programm, das wir nachher machen. Wir brauchen ein bisschen Kletterfähigkeiten und das tun wir jetzt mal zuerst ein bisschen trainieren. Tun wir das trainieren zusammen da gerade? Also, das ist das Klärli, unsere Kuh. Hallo Klärli. Die kannst du melken da unten. Es kommt natürlich keine Milch raus, weil das wäre natürlich viel zu teuer. Aber man kann natürlich ständig da ein bisschen Wasser rauslassen. Gut, also probieren wir mal, ob bei dir auch etwas rauskommt. Ja, bei mir kommt etwas raus. He? Ja, bei dir machst du auch etwas. Ah, ich muss auch melken, meinst du? Ah, schau, jetzt der Globi ist auch da. Ja, der Globi, das ist unser Maskottchen im Brunnen oben. Mhm. Er kommt auch immer Samstag, Sonntag kommt er als Figur hier rauf. Und das ist immer ein riesen Geld. Er muss sich wehren, dass die Kinder nicht überstürzen. Ja. Ja, das kann man vorstellen, die Kinder haben gerne den Globi. Ja, wir haben ein eigenes Globi-Buch von dem gibt es in unserem Gebiet. Globi ist eine Reise ins Herz der Schweiz, die im Brunnen oben spielt. Vom Ristis aus geht man auf den Sessellift und kommt dann zum Herzlisee, der auf 1860 Meter über dem Meer liegt. Und gerade nebenan ist auch die Brunnihütte. Hoi! Ciao! Das sind unsere Einheimische, hä? Ja, genau. Freut mich, Nicole. Patricia und Victoria. Hi. Hallo! Victoria, hoi! Hey! Und eben, das ist unsere Überraschung heute. Wir gehen klettern, und zwar aufs Brunnistöckli. Das ist unser einfachster Klettersteig. Wir haben insgesamt 4 Klettersteige im Gebiet Brunni, von einfach bis ganz schwer. Ja. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Gut, mit dem einfachen. Dann gehen wir uns jetzt ausrüsten. Wir gehen uns ausrüsten, das Kräuterhütli über, dann können wir unsere Ausrüstung fassen. Gut. Und bei uns geht es jetzt gerade los. Und in der Zwischenzeit gibt uns Lea von Transa noch Informationen über meine funktionellen Hosen, die ich heute tragen darf. Hallo Nicole. Die Hosen, die ich dir mitgegeben habe von Fjällräven, die sind sehr robust und trocknen auch ganz schnell wieder.
Also eigentlich perfekt für all deine Outdoor-Aktivitäten, auch für deinen Klettersteig. Jetzt im Moment bin ich gerade am Wachsen. Dadurch wären die Hosen wasserresistent. Das habe ich übrigens auch bei deiner gemacht. Allgemein sind Kleider von Fjällräven sehr angenehm. Darum trage ich es auch gerne im Alltag. Also viel Spass auf dem Klettersteig. Mach's gut. Ciao, Nicole. Cool, dann sind meine Hosen in diesem Fall schon eingewachsen. Danke, Lea. Wir starten jetzt mit Klettern. Wir sind dann losgeklettert und sind bei Passagen vorbeigekommen, die Namen haben, die einem fast ein bisschen Angst machen. Wie zum Beispiel Höllenspross oder Teufelsschlucht. Später sind wir dann über die Engelsbrücke gekommen und da hat mir der Name schon ein bisschen besser gefallen. Und auf dieser Brücke war es dann auch sehr eindrücklich gewesen. So, jetzt sind wir gerade oben. Hat Spass gemacht? Jawohl, das hast du super gemacht, Nicole. Dankeschön. So, das ist jetzt einmal der erste Klettersteig von vier, den wir im Brunnengebiet haben. Wir haben noch ganz andere, längere Klettersteige und schwierigere. Zum Beispiel hier rauf geht es zum Rigidalstock. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen länger Zeit, nämlich 4 bis 5 Stunden. Lange Zeit, musst du früh morgen aufstehen. Entweder früh morgen aufstehen oder du übernachtest in der SAC Brunni heute drinnen. Sengelberger Tag und bloß hocke ich ihr Brunni. Wir sind dann zurück zu der Brunnihütte gelaufen und haben bei der Grillstelle etwas gegessen. Natur macht mir heute ein Geschenk hier auf dem Brunni. Ich fühle mich wohl und tanke auf hier auf dem Brunni. Lass Stress und Ängste dir Talstation und da. Also schau, jetzt ist das Essen organisiert, super gemacht, danke schön. Ich habe dafür das Dessert dabei. Aber ist das super. Maya Popcorn, und zwar ganz spezielle Praline, kennen Sie? Nein. Ja, können wir öffnen? Aha. Das ist das Dessert. Ei. Bitte schön. Richtig Schocki, ja, das haben wir uns verdient. Genau. Ja, und jetzt haben wir ja uns das Dessert eigentlich verdient. Jetzt haben aber unsere Füße, die so viel durchgemacht haben heute im Klettersteig, die haben auch das Dessert verdient. Ja. Und wir haben hier oben ganz etwas Cooles, nämlich einen Kitzelpfad, der geht rund um den Hechelsee, wo es richtig gut die Füße massiert werden können. Gut. Hä? Kommen wir damit? Ja. Cool. Gehen wir den Fall, hä? Jawohl. Schon ausziehen nachher. Ja. Im Brunni noch beim Himmelszelt. Es hat dann also geheissen, Schuhe ausziehen und ab auf die 220 Meter lange Strecke. Du, ihr macht mir heute ein Geschenk hier auf dem Brunni. Ich fühle mich wohl und tanke auf hier auf dem Brunni. Wenn auch immer möchtet, eine Reise in das schöne Gebiet machen, es gibt auch noch ein tolles Railway-Angebot dazu. Mit dem SBB Railway Kombi-Angebot profitieren Sie von 10% Ermässigung auf Zugfahrt auf Wolfenschiessen und zurück, 10% Ermässigung auf das Wallenpfad-Rundreisebillett, Zugfahrt auf Engelberg, die Luftseilbahn ins Ristis und von der Bahnalp auf Oberrickenbach sowie auf das Postauto zurück auf Wolfenschiessen. www.sbb.ch/wallenpfad. Siehst du, Nicole, wir können unglaublich viel machen auf dem Brunni. Ja, das ist so. Und jetzt kommt jetzt gerade der Urs und der geht mit dir ab. Dann kommt Urs mit dem Bändchen runter. Nein, wir fliegen jetzt runter, weil das Brunni ist auch ein geniales Thermik- und Gletschergebiet. Okay. Ja, danke Thomas für den genialen Tag. Hat Spass gemacht mit dir? Dankeschön, Nicole. He. Danke vielmals. Danke dir und bis bald. Guten ich wage jetzt von meinem Flug. Danke. Als wir beim Paraglider angekommen sind, hat mir Urs Anweisungen gegeben und dann konnte es schon losgehen. Bei uns geht es jetzt also los. Bleiben Sie noch weiterhin dran. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Freizeit TV ist Ihnen präsentiert worden von Transa Travel und Outdoor.